Holo. Jolo Swag 3. Weil ich sonst nicht ohne so aussehe wie der Typ. Aber egal. Ja, nur die Brille unterscheidet euch. Ja, doch, war alles scheiße. Und hast du jetzt eine Dia-Spitzhacke gemacht? Ich habe schon die ganze Zeit eine Dia-Spitzhacke. Das musst du dir noch rausnehmen, wie gesagt. Diese blöden Steine hier. In der Truhe drin sind. Wo, bei wem? Bei mir. Bei mir? Achso. Alter, wie hoch ich jetzt klettern muss, ne? Boah. Ich bin Höhe 50 Grad mal. Martin kostet Klettern eigentlich viel Hunger. Nicht viel. Weniger als laufen und springen. Na gut, springen kostet ja am meisten. So. Ihr Spitzhacke bei dir. Welcher Kiste? Ach, es ist eine. Ich habe eine Kiste, wo alles drin ist. Ich habe nämlich noch keine die Zeit. Die oberen kann ich gar nicht öffnen. Also es ist ja, ich weiß. Da mache ich dann noch Stufen hin. Eine von den mittleren ist es. Ah, ich bin natürlich so ein Lucky-Typ und finde es natürlich nicht. Ah ja. 11 Diamanten habt ihr? 12 sind es jetzt, weil ich habe noch einen gefunden. Okay, ist da unten irgendwie Obst? Scheiße, Wassereimer. Ja, müsstest du dir selber herstellen. Das habe ich dann nicht bereit für dich. Ja, das ist oben in meiner Kiste, den hole ich noch schnell. Ich kann dir meinen leihen, wenn du willst. Nee, passt schon. Ich hole mir meinen schnell. Was brauche ich auch noch? So, jetzt müsste ich hier mal. Florian, was kommt denn auf die andere Seite deiner Form noch hin? Karotten. Okay. Ich will eigentlich nur Karotten und Melonen oder so. Ich weiß nicht, weil Karotten sind meiner Meinung nach mit das Beste. Ja, ich mag Kartoffeln. Ich habe mich irgendwie, das war bei mir irgendwie auch so. Dann habe ich Kartoffeln für mich entdeckt. Ja, im nächsten Update können wir uns auf was anderes gefasst machen. Was ja. Und zwar? Na, Karotten werden auf 1,5 zurückgesetzt und Kartoffeln auf 2,5. Oh, super. Gebackener. Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, das ist scheiße. Karotten kann man nicht weiterverarbeiten, das ist so scheiße. Kriegst schon Kollaps. Herzklops. Ein Klops kriegst du. Ich trau mich jetzt nicht hier runter zu springen. Oder? Da unten ist was. Ja, das ist blau und ich glaube, es ist. Hat da jemand Cleanstone aus meinem Ofen genommen? Nee, ich nicht. Shit. Stimmt, du hast ja Cleanstone gemacht, damit du diese scheiß Repeater machen kannst. Könntest dich schlagen. Ja. Warum? Ja, als ob man sonst keine. Hey, da hat jemand eine Katze. Warum ist bei Julia, du hast ja eine Katze. Ich hab eine Katze. Bei dir läuft eine Katze im Haus rum. Eine gezähmte oder eine wilde? Eine wilde, ich hab. Ah! Flor. Drei Upsi sind hier. Weißt du, du hast schon eine Katze und dann kommt hier ein scheiß Creeper rein. Hör auf, so rumzuschreien. Dann reparier's wenigstens. Und das ist bei mir. Hey. Ah, hier ist überall Lava. Bei mir ist der Creeper explodiert. Soll ich schon so viel, wollen wir einen Zaubertisch machen oder jeder seinen eigenen? Ich mach meinen eigenen. Ein. Ja, aber ich finde ich muss doch in mein Haus das einrichten, da brauche ich auch einen Zaubertisch in der Ecke. Damit ich das die Hütte wenigstens gefüllt habe und nicht. Ja, da habe ich auch immer so meine Bedenken. Bei so einer großen Hütte weiß man immer nie, was man reinstellen kann. Ja, deswegen muss man alles, was man auch benutzen kann, reintun.
Eigentlich braucht man in seinem Haus einen Ofen, eine Kiste, eine Werkbank und Restkisten. Mehr braucht man eigentlich Ja. nicht in seinem Haus. Dann reicht ein voll kleines Haus eigentlich. Eigentlich. Ja, aber das muss ja auch gut fürs Auge sein, Martin. Ich merke gerade, dass ich wirklich mal wieder am Hungertuch nage. Und ich bin hier gerade noch am Rumbüffen die ganze Zeit gewesen. Ich habe gerade die spannendste Arbeit der Welt. Ich kann mit Glück noch 8 Cookies machen gerade. Zack. Ja. Da ist schon wieder Creeper. Warum spawnen die ganze Zeit Creeper bei mir? Wahrscheinlich auf deiner Plattform. Julian, leckt Flo bei dir auch so sehr? Nee. Okay, du leckst bei mir nämlich nicht. Sonst hätte ich gedacht, das ist mein Internet. Find ich gut, dass ich bei dir nicht lege, weil ich mein Download gerade mal Ja, wieder angemacht. jetzt leckst du auch bei mir. Lol. Nee, ja, bei mir immer noch nicht. Dann ist es meins. So. Oh, Obsidianfarm ist so eine spannende Sache. Ach so, ja, hättest du mir Bescheid gesagt, hätte ich das gemacht. Ach, geil. Ja, die hat ja auch mal Obsidian gefahren. So. Jetzt hier mal keine Schleichwerbung machen. Ja, können ja die Jungs mal ein bisschen unterstützen. Ja, die haben schon nicht so 1,5 Millionen Abonnenten momentan. Ja, Ja. oh. Andersrum, die können uns mal unterstützen. Ja, ich mal. Ich hätte, wenn einer von Pete Smith sagen würde, ja, abonniert den XXTatzXX Oh und macht es ja, mit uns. weißt du, wie die Abo-Zahlen ansteigen würden? Ich sag euch, so ein Push, der bringt den wirklich nach vorne. Ja, die Frage ist nur, wie viele dann gucken würden, wa? Auch es gibt bestimmt einige Niemand. Ja, Leute. gucken würden auf jeden Fall ein paar davon, aber gibt bestimmt auch welche, die sagen nur, ja, die haben das gesagt, den abonnieren wir, aber fertig. Ah, gut, von toten Abonnenten halte ich nicht viel. Ja, das stimmt. Das kommt vorher bestimmt So. gleich wieder mit seinem qualifizierten Kommentar dazu. Tote Abonnenten? Sind die tot? Ich könnte wetten, dass so ein Scheiß kommt. Wer hat meine Tür geklaut? So, du bist so ein Pole, ne? Dann hast du nicht mal Der bei hat mich dir gebraucht, reingeschaut. um Sand zu farmen. Nein. Oh. So ein verkackter Pole, ey. Alter, was soll denn das? Boah. Martin. Was war denn? Ich habe beinahe in der Lava verbrannt, weil das Wasser nicht geklappt hat zu platzieren. Ja, das ist ja nicht so geil gewesen. Da wäre nämlich meine Spitzhacke weg gewesen. Oh ja. Ist ja echt nicht Premium gewesen. Boah, hatte ich gerade Paras, ey. Drei Herzen verloren. Ich habe nur ganz kurz gebrannt. Aber ich dachte, jetzt steht da gleich Try to swim in Lava. Na, das wäre gut geschlecht gewesen für meine Spitzhacke, aber gut für Den mich, Deathlord, ne? weil. Ja, genau. Martin, du hast es erfasst. So, ein Stack und 10 Zäune gemacht. Ich farm gleich noch ein bisschen was mit der Endertruhe, okay? Oh ja, bitte. Bitte drei Endertruhen. Ja. Ach komm, das bisschen. 24 Obsidian farm ich einfach mal so. Du weißt doch, dass ich hab doch schon mal für die so ein Riesen-Netherportal gefarmt. Hab ich auch eine Weile gebraucht. Und?
Gestorben bin ich nicht davon. Wenn wir vielleicht eine Effizienzspitzhacke haben, dann machen wir das mal, aber nein, nein, nein. Außerdem nehme ich auf und das ist so langweilig, wenn ich jetzt noch extra lange farmen muss. Dafür können sie ja bei mir gucken. Hast du jetzt echt deine Löcher mit Holz gefüllt, Martin? Ich sollte mal aus diesem Scheiß F3-Modus rausgehen. 5-Modus. Ja, damit ich da nicht reinfalle. Nein, scheiße, ich habe hier gerade einen Cobblestone-Generator gebaut. Ah, so. Jetzt ist der Obsidian. So, wird ein Schuh draus. Jetzt kommt Martin wieder mit seinen Alltagsweisheiten. Nee, ich dachte, jetzt kommt Flynn wieder mit seinem qualifizierten Kommentar dazu. Ja, so wird ein Schuh draus. Da seht ihr, wie die Risse entstehen in diesem lilanen Gestein. Und jetzt ist dieser Stein kaputt. Martin, wie viele Videos lädst du am Tag hoch? Momentan 3. Aber das wird sich wieder auf 2 senken, wenn die Schule anfängt. Warum? Nur so. Ich dachte, du bist bei mir immer auf dem neuesten Stand. Ich bin auch bei dir auf dem neuesten Stand, nur ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel du am Tag hochlädst. Ich muss kurz überlegen. Kommt Terraria, da kommt... Terraria, Skyblock und... Entweder PvP-Games oder irgendwelche Scheiße. So, ich habe jetzt 27 Obsidian. Hab mal ein bisschen mehr gefahren. Das wären 10 fürs Portal, 4 für den Zaubertisch und 8. Also 22 bräuchten wir. Ich habe noch 5 zusätzlich gefahren, falls wir das Portal ein bisschen größer bauen wollen oder so. Keine Ahnung. Aha, stimmt. Die können wir jetzt größer machen, die Teile. Oh ja, ist geil. Mal F5-Taste spam. Richtig fun. Denkt man, man. So denkt man, man fährt nach unten. So ein bisschen. Warum F5-Taste spam? Ja, man sieht mal, muss man F7 spam, Martin? Oh ja. Oh, ich muss mir mal ein Spellboard zulegen für euch. Mach du das mal, Florian. Bitte nicht. Was? Ich sag's nicht. Oh, das sind Eier. Wahnsinn. Das sind Eier. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Sehr gut. Langsam aber entsteht ja schon was Cooles. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Martin boah, hatte 2. Alter, Florian. Immer diese qualifizierten Kommentare. Sie werden noch qualifizierter. So, wo kommt jetzt das Portal hin? Nicht auf meine Ebene. Boah, das Geräusch wird mir so auf den Keks gehen. Ja, wollen wir es auf meine jetzt machen oder nicht? Suchst du doch aus, Martin. Du hast es gefahren. Machen wir es in den Berg oben bei Julian. Nein, da wollte ich es ursprünglich reinmachen. Komm, aber lass uns irgendwo abstimmen. Wohin? Martins Hütte. Also ich wäre dafür, dass es Martin ist, wenn ich jetzt mir einfach unten mal schnell die Melone snacke. Ich töte dich. Ich werde dich töten, wenn du die Melone wechselst. Bitte, es sind 2, ich brauche eine. Verpiss dich. Ja, komm schon, die krieg ich die. Du kriegst das, was ich nicht kriege. Aha. Wie hast du gekriegt? Nichts. Schlechter Ping, würde ich sagen. Ernsthaft, ich baue einen Weizen ab und krieg keinen einzigen Samen raus. Wie homo ist das denn bitte? Alter, hast du jetzt echt die Kürbispflanze abgebaut, Flyer? Nein. Boah.
Ja.